Welke feest is weer verweten om Halloween stap van de Tuna? Here's Johnny! Und passend zu Halloween hat auch der Sport in letzter Zeit nicht mit Horror-News genauseret. Der Messi wechselt zu PSG, Julia Steigerhuber beendet ihre Kunststurmkarriere und der FCZ ist vorübergehend neue Superliga-Leader. Und dann haben wir hier noch den Horror-Mitspieler aus Nordirland, der bei einem Gegengoal einfach schnell die eigene Verteidiger verprätscht. No, God, please, no! So jemand gehört eigentlich ausgebuht. Um einiges weniger umwerfend ist der neue Horror-Investor, der im Fußball für Schlagzeilen gesorgt hat. Seit Anfang Oktober gehört jetzt nämlich der zweitletzte von der Premier League einem Konsortium aus Saudi-Arabien, das über ein Vermögen von 340 Milliarden Euro verfügen soll. Jesus Christ! Mit diesem Budget könnten sie sich 434 Mal das Kader von PSG leisten. Oder einfach die halbe Schönheits-OP von der Newcastle-Mitbesitzerin Amanda Stavely. Findet nur jeder so, oder sieht sie aus wie die Zwillingsschwester vom Grinch? Ah, und apropos Schönheits-OP. Habt ihr schon vom neuesten Horrorsponsor im Schach gehört? Zur Förderung von Frauenschach und zur Gleichstellung gegenüber den Männern hat jetzt der Weltschachverband einen riesen Sponsoring-Deal gelandet. Ja, mit wem? Mit Motiva. Bruh. Einer Firma für Brustimplantate. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? What the fuck? Gerade in der heutigen Zeit von der Emanzipation und in der Sportart des Schach, wo es um Verstand und nicht um Äußerlichkeiten geht, muss ich doch als Verband ganz klar von so reduktiven Denkweisen distanzieren. Aber nicht nur diese Schlagzeilen haben in den letzten Tagen für Halloween-Stimmung gesorgt. Auch der Flug vom Schweizer Bob-Team in ihr Trainingslager in China hat richtig Lust auf den 31. Oktober gemacht. Can you call? Ghostbusters! Und die eine oder andere Tribüne ist auch schon Opfer von einem Halloween-Streich geworden. In dem Sinn wünschen wir allen da draußen ein Happy Halloween und falls auch du deinen eigenen Fußballclub kaufen willst oder dich so verkleiden willst wie Lewis Hamilton, dann startet jetzt dein Crowdfunding auf I Believe in You.